Beginn. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Mit diesem Zitat von Henry Ford begrüße ich Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz herzlich auf den Neujahrsempfang in der Ofenstadt Velden. Wir, und ich glaube, da spreche ich für alle Anwesenden, wir glauben an unsere Stadt und an ihre Zukunft, an ihre Potenziale und ihre Tatkraft. Deshalb zeigen wir, dass es sich lohnt, in Velden zu arbeiten und zu leben. Deshalb wirken wir darauf hin, unseren Standort weiter zu stärken und die Lebensqualität zu verbessern. Wir tun dies im Verbund mit der Wirtschaft und Politik und ich möchte deshalb gleich mich für die gute Zusammenarbeit bedanken, die ich seit meinem Amtsantritt hier in Velden erfahren habe. Eine wichtige Funktion dieses Neujahrsempfangs ist es, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ein Gespräch unter Menschen, die in irgendeiner Weise in dieser Stadt und für diese Stadt Verantwortung wahrnehmen. Heute ist ein wundervoller Zeitpunkt, Dank zu empfinden und Anerkennung für die vielen Menschen, die sich in und für Velden in verschiedener Hinsicht ehrenamtlich engagieren, auszusprechen. Gemeinsames Handeln macht stark und verspricht Erfolg. Unter diesem Motto sind die Städte Hennigsdorf, Velden und Oranienburg gemeinsam angetreten und haben den Grundstein für eine gemeindeübergreifende Kooperation gelegt, um die Region als Wirtschaftsstandort im nordwestlichen Berliner Umland zu profilieren. Insofern appelliere ich eindringlich an die Mitglieder des Landtages und an jeden, der dieses Projekt unterstützt, sich für die Realisierung einzusetzen und stark zu machen, tragen Sie diese Botschaft über die Grenzen von Velden hinaus. Velden braucht die S-Bahn. Ihr Wirken auf karitativen, kulturellen und sportlichen Gebiet trägt entscheidend zur Lebensqualität von Velden bei. Anlass genug, um neben der Auszeichnung von ehrenamtlich Tätigen auch den ersten Ehrenpreis heute zu verleihen. Ich verbinde meinen Dank aber auch mit der Bitte, in dieser Verbundenheit zu unserer Stadt und unseren Gemeinwesen nicht nachzulassen. Nur wenn wir gemeinsam bereit sind, ein Stück weit Gesamtverantwortung zu übernehmen, wird es uns gelingen, mit den Forderungen der Zukunft fertig zu werden. Diese liegen für mich nicht nur auf materiellem Gebiet, sondern mehr noch im zwischenmenschlichen, sozialen und solidarischen Bereich. Besonders freue ich mich auf die Einweihung einer bedeutenden Neuansiedlung der BKP Berolina Polyester. Der geschäftsführende Gesellschafter ist heute auch unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Odenwald. Insofern werden wir uns in den nächsten Jahren auf unsere Ziele konzentrieren, die ich so formulieren möchte. Erstens, wir müssen attraktiv bleiben für Familien. Zweitens, wir müssen das Ehrenamt und die Freiwilligenarbeit fördern und wertschätzen. Drittens, Velden muss seine Wirtschaftskraft weiter ausbauen. Wir wissen, dass große Herausforderungen vor uns liegen, aber wir glauben auch an unsere Stadt und ihre Chancen. Wir wissen, dass wir entschlossen und gemeinsam handeln müssen. Dann können wir Leistung erbringen, dann können wir die Gegenwart gestalten und etwas für die Zukunft tun. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für 2011 alles Gute und viel Erfolg. Zum Schluss möchte ich Ihnen ein Zitat von Willy Brandt mit auf den Weg geben. Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten bildet. Und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Dank gilt dem Zusammenschluss der Gastronomen der Veldner und Marwitzer, der Wiedfabrik aus Marwitz, den Gasthof Velden, Hotel und Gasthof der Alten Weide und dem Hotel zu Scharfenkorfe, dem damit habe ich die ehrenvolle Aufgabe und die schönste, das Buffet zu eröffnen. Thank you.
Ich auch. Einfach zu bleiben, gerne. Sascha, du bist ja richtig schnell. Ja, meine Güte.